Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trials of Mana. Wir hauen gerade ohne Ende diese Dinger da drauf. Mit der Hoffnung, dass das Ding hier irgendwie verreckt. Ah. Ich hau mal das da drauf. Vielleicht hilft das was. Und hau ab vor dem Dämon, den ich gerade killen möchte. Und kill mal kurz das Ding. Was mich killt. So. Zaubermodus. Ich mach das mal ganz kurz auf den Dämon. Vielleicht stirbt er dann. Okay. Ganz viel Points. Dass ich mal mit Angela kämpfe, hätte ich auch nicht gedacht. Okay, wir haben ihn fast zur Hälfte. So. Überlebt einfach, Leute. Ich hoffe, Angela heilt viel genug. Okay, da kommt wieder ein Dämon. Auf den jage ich auch mal kurz eins. Okay, wieder auf den Kuro-Puschel. Ich glaube nämlich, ich lenke ihn ab, wenn ich das mache. Okay, ja, das killt den Dämon mega gut. Also einfach immer so ein Ding auf den... Und ich meine, ich verliere eh nicht so viel MP. Wir hauen einfach jetzt dauerhaft diese Magie auf den Mümmler und hoffen einfach, das irgendwie zu überleben. Die anderen sollen ruhig in Nahkampf gehen. Ich muss ja nicht in Nahkampf gehen. Weg da. Oh, scheiße. Da. Mach mal eine famose Faust. In der Zeit soll hoffentlich unser andere Gutes wiederbeleben. Hallo. Unser Ding zum Healen. Okay, super. So, jetzt geht's wieder auf Kevin und ich kann wieder hier weiter zaubern. Dämon herbeirufen. Oh, liegen hier direkt. Ja. Ich geh mal da volle Kanne drauf. Ja. Nein! Ah! Wo ist die andere? Mach heilendes Licht bitte auf alle. Magieschild und Hütte, heilendes Licht bloß, ja. Umgehen. Alter, ich kill mal kurz den Dämon. Tja, mach heilendes Licht auf alle. Und du, einmal das auf den. Ah. Ich glaube, wir haben nämlich nicht mehr so viel Lebenswasser. Ja, 4 Stück noch. Deswegen müsste Charlotte nochmal das hier machen. Und ich mache auf den hier Blitzer. Bäh! Raus da, raus da, raus da, raus da. Okay, der geht voll auf mich, weil ich die Einzige bin, wo ich ihn gerade was anhaben kann. Wir haben noch nicht mehr so viel Heil. Was? Oh, du heilige Scheiße. Ach, das ist keine schöne Attacke, was ihr da macht. Ich mache da mal so einen Tänzestab auf irgendwas. Keine Ahnung, vielleicht bringt es uns irgendwas. Okay, ich habe keine Ahnung, ob es uns was gebracht hat. Nein! Uralter Fluch ist nicht gut. Uralter Fluch hört sich nach Tod an. Warte mal, wir machen mit dir gleich mal heilendes Licht, dass Angela überlebt. Oh. Alter. Au. Oh, wir haben noch 3 Lebenswasser. So, du machst gleich mal heilendes Licht auf alle, bevor Kevin wieder verreckt. Und du haust die Dinger drauf. Ah! Die geht schon wieder auf mich! Riesenkracher. Lass mich in Ruhe, du dummes Vieh. Komm, wir haben dich fast. Charlotte, heil einfach. Charlotte, heil. Mach nichts anderes mehr als heilen. Ach, Charlotte. Ja. Ihr geht beide von mir weg. Charlotte, heilen. Charlotte, heil. Keines Licht. Ah, okay, jetzt ist Charlotte down. Ach, weil ich immer die falsche Taste drücke.
Charlotte wiederbeleben. So. Und Kevin wiederbeleben. Wir brauchen ihn leider. Das war das letzte Heilding. Der will mir nach, der will mir nach, der will mir nach, der will mir nach. Okay, ich habe versucht hochzuspringen. Du machst fallendes Licht. Vor allem, ich bedrohe jetzt einfach hier alle irgendwie gefühlt. Ah, geh weg von mir, geh weg von mir, geh weg von mir. Als ich die mal so gut in die eine Richtung da gebannt habe, das war gut. So, wie jetzt. War Riesenkracher ist nicht gut. Scheiße, Angela ist tot. Leute, ihr müsst es allein schaffen. Wir können nicht mehr wiederbeleben. Der Wind geht drauf. Feines Licht ist nicht gut. Ah, scheiße. Fuck. Aber wir haben ihn fast. Charlotte, ich will dir nicht in eine Aktion reinreden, aber heile. Heile einfach. Charlotte, wie wär's denn, wenn du dich heilst? Na? Ich bin mal... Charlotte! Was Beschisseneres kann nicht passieren? Und die hat noch einen Schlag oder so. Warte mal, aber die kann ihre Final Attacke. Bitte, 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 bitte. Bitte sei down, bitte sei down, bitte sei down. Du wirkst leicht genervt, ich wirke vor allem leicht gestresst. Ich hab den Schwarzmümmler besiegt. Leute, ich habe ihn. Ich habe ihn. Auf den letzten Ding haben wir es geschafft. Mit. Ich krieg eine Erfahrung. Ha, bei Himmelklassen. Cool. Der Sieg über den Schwarzmümmler hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Obsidian-Kraft. Gemeinsam Kraft in Kampf. Werden für eine Aktion kein MP benötigt. Ja, das habe ich jetzt eigentlich auch schon passend. Wir haben den schwersten Gegner im ganzen Spiel geschafft, Leute. Es gibt nichts Schwereres als diesen Gegner und wir haben ihn besiegt. Du darfst deinen Kumpan hier heilen. Ich gehe wieder als Kevin. Wollen wir nochmal den Endboss machen, um so vergleichsweise zu sehen, was das halt eigentlich eine Nullnummer war? Also es war schon eine Nummer heftiger. Also es war wirklich, also wir haben das. Wir haben den Endgegner besiegt, den Schwarzmümmler. Das hat, glaube ich, bisher wenige Leute geschafft. Also zumindest habe ich gehört, dass es halt der schlimmste Gegner sein soll. Ich habe es auch nachgegoogelt, um zu finden, wo, also um zu wissen, wo es den gibt. Und es scheint echt ein sehr schwerer Gegner gewesen zu sein. Und wir haben ihn besiegt. Habe ich jetzt einen dritten Stern für diese tolle Leistung? Nein. Ich weiß gar nicht, es gibt wahrscheinlich keinen dritten Stern. Ja gut, dann gehen wir jetzt nochmal zum Endgegner. Also den, wo die Malegöttin, wir bespringen natürlich die Szene. Aber wir besiegen den einfach mal. Um zu schauen, was hier geht. Und das ist dann die perfekte Beendigung für das Spiel. So. Ja, Kaktus wird verdoppelt da ruhig, aber du kannst, glaube ich, nicht mehr so viel verdoppeln. So viel geht hier nicht mehr. Also ich muss sagen, das war vielleicht schon ein heftiger Gegner. Das darfst du entscheiden. Ja, wir haben noch 5 Minuten zu füllen. Gehen wir doch einfach hier zum Endgegner. Suchen wir den nochmal, den netten. Den Schattenlich. Und diesmal in irgendwie 10 Stufen höher als letztes Mal. That was easy. Ist eine Frage an den Stream. Wollen wir dann noch ein anderes Spiel heute spielen? Oder hören wir dann für heute auf? Und morgen gibt es ja wahrscheinlich einen Stream. Entweder Disney Dreamlight Valley oder Fall World. So. Ja, das war schon ordentlich jetzt der Endkampf.
Also der Schwarzmümmler, also ich möchte wirklich irgendwie so ein Trophäe haben. Ich habe den Schwarzmümmler besiegt. Ich habe es geschafft, den schwarzen Pokopuschel zu besiegen. Mit der letzten Person, mit der letzten Kraft, mit Charlotte. Ich möchte, glaube ich, wirklich eine Trophäe dafür haben. Also diese Leistung ist, glaube ich, einmalig. Das schafft nicht jeder. Vor allem, ich hätte nicht gedacht, dass wir Angela spielen und einfach nur noch Zauber auf dieses Viech draufhauen. So. Warte, wir können ja wieder ein Ding machen. Luftzucker. Ich mache dann nicht mehr so lange, muss ja leider arbeiten. Ja, ich denke auch, dass wir einfach nach... Das ist ein schöner Cut. Und bevor wir jetzt noch eine halbe Stunde was anderes spielen... Ich meine, ich muss das Ganze noch hochladen, das dauert ein bisschen. So. Und dann kann ich auch gleich Palworld einstellen, weil ich ja weiß, dass das die letzte Folge ist. Ah, ich bin stolz auf uns, wir haben das perfekt hingekriegt. Gestern den Gegner, heute die Hexe. Und ganz ehrlich, die Hexe, die war schon mal ein größeres Problem. Ich bin, glaube ich, sogar zweimal bei der Hexe mal gestorben. Das war, glaube ich, der erste Spielstand. Wir haben dieses Spiel vor allem 2 Stunden früher als üblich fertig gehabt. Ich frage mich immer noch, was wir vergessen haben. Ich denke einfach mal, das ist meine großartige Erfahrung, nicht einfach in die falsche Richtung zu rennen. Da vorne steht er, das schaffen wir. So, kann ich nicht überspringen? Ich kann es überspringen. Okay, ich kann A durchdrücken. Ja, bla bla bla, da war es Kette Magier. Jetzt müssen wir ihn noch besiegen, damit die Welt wieder in Ordnung kommt. So. Ja, ich weiß schon, du bist ein wunderschönes und gutes Ding, was mich ein bisschen an Tantalus erinnert. Ja, komm, wir stehen schon mal auf. Ja, ohne Schwetter. Bla bla bla. So. Wir machen das erstmal Luft. Ich wollte eigentlich das noch stärkere machen, aber machen wir halt einen Luftzucker auf den. Schauen wir mal, wie schnell der down geht. Ja, während wir kämpfen, kann ich ja schon mal mein Schlusswort richten. Weil das ist jetzt eigentlich gerade nur noch Bonus und ich habe keine Zweifel, dass wir diesen Gegner nicht schaffen werden, weil er jetzt einfach schon bei der Hälfte ist. Ach so, sie macht gerade Angriff, weil ich mich schon gefragt habe, warum die gefrost ist, aber okay, jetzt macht Sinn. Ich kann gleich noch einen Abgrundschlitzer machen, wenn ich Bock habe. Okay, Charlotte ist gerade irgendwie nur am Weglaufen, weil die halt... Nee, ist sie nicht mehr gemümmelt? Nee, nicht Mümmler heißt es. Okay, besiegen wir mal die Dinger kurz. Vor allem, ich finde es so schön, wie alle anderen immer so richtig nutzlos sind, wenn man diese Dinger da kaputt macht. Ich bin der Einzige, der da mal volle Kanne draufhaut. Ja, scheiße, jetzt kommt eine Attacke von ihm. Okay, ja. Unsere Healerin ist kurz gestorben, die kann ich aber schnell wiederbeleben. Dafür fühle ich mich noch imstande und dann mache ich jetzt mal hier einen Luftzucker auf den und das soll es dann tatsächlich schon gewesen sein. Den Endgegner in unter einer Minute. Ach ja, so viel kann Leveling bewirken. Aber ich kann nicht sterben, das ist so möglich. Doch, natürlich ist es möglich. Schon zum zweiten Mal, Bitch. Ja, also wie gesagt, Trials of Mana, eins meiner Lieblings... Es ist auf jeden Fall auf der Liste der hoher gerankten Spiele bei mir. Wir spielen das jetzt, haben es jetzt zum dritten Mal durchgespielt. Ich weiß nicht, ob es eine Staffel 4 gibt. Wir müssen eigentlich noch ein neues Spiel Plus durchspielen. Mal schauen, ob wir das machen. Auf jeden Fall, ich fand es mega gut, wie halt immer auch. Und ich fand es cool, dass wir jetzt eben den schwersten Gegner des Spiels besiegt haben. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte in dem Spiel.
wenn ich mich irgendwann mal wieder sage, so, okay, jetzt ist Weihnachten, jetzt habe ich Bock auf das Spiel. Ich glaube, dann spielen wir es nochmal. Und ansonsten, ne? Spielen wir halt Vision of Mana dann. Ja. Die Credits kommen dann gleich, aber... Kann ich das nicht irgendwie überspringen? Nein. Ja, da halt mal, der kommt ja wieder. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war ein cooler Durchgang auf jeden Fall. Wir hatten auf jeden Fall mit Abstand das stärkste Team, was wir jemals hatten. Wir haben 2 Stunden schneller geschafft als sonst. Wir haben den schwarzen Mümmler geschafft. Und insgesamt glaube ich, dass wir richtig krass unterwegs waren. Also, wer nochmal sagt, wir brauchen noch die Staffel 4 mit dem neuen Spiel-Plus-Durchgang mit diesem tollen Team. Einfach in die Kommis schreiben, dann machen wir das. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir hören für heute, wir hören mit Trials of Mana auf. Ich hoffe, wir sehen uns mal bei einem anderen Projekt oder bei der 4. Staffel von Trials of Mana. Mal schauen. Das wird sich zeigen. Danke auch, gerne doch. Ich bedanke mich bei allen recht herzlich fürs Zuschauen. War super mit euch. War eine wunderschöne Staffel. Ich würde so sogar sagen, es war die beste Staffel. Also ich finde schon, also die Staffel war nochmal, ich wusste, wo es lang geht. Ich wusste, was jetzt zu tun ist. Und wir hatten vor allem diesmal nicht das Problem, dass wir irgendwelche Passivleute im Team hatten. Und ich finde, das hat schon gezeigt, dass das Spiel es wert war zu spielen. Ja, wir verfolgen die kleinen Papageien und aus dem Baum blüht ein neuer Baum. Und ich würde sagen, das ist das perfekte Ende, was wir uns nur vorstellen können, dass der Mana-Baum wiedergeboren wird und das Mana ganzen Reich verteilt, sodass wir es in der nächsten Staffel wieder retten können. Wie gesagt, ob es eine 4. Staffel gibt, ich weiß es noch nicht. Aber danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Bye.